das glaubwürdig? Ich glaube, dass die Interpretation, diese Wahltrends, die wir jetzt beschreiben, auf die Person Seehofer zu reduzieren, wirklich zu kurz greift. Wir haben es ja mit einer Tendenz zu tun, die die SPD und die CDU in anderen Landesteilen Deutschlands genauso trifft. Wir haben heute eine Umfrage gehört, dass in ganz Ostdeutschland die AfD stärkste Partei wäre, wenn jetzt dort gewählt würde. Stärkste Partei. Diese Truppe, die sich letzte Woche da in Chemnitz mit den Nazis zusammengetan hat. Das heißt, das Problem, über das wir reden, ist natürlich die Migrationspolitik. Und das führt zur massiven Veränderung im Wahlverhalten der Bevölkerung. Sie haben ja recht, dass die Grünen viele Stimmen der SPD übernehmen und auch auf dem Weg sind, die neue, modernere Volkspartei zu werden. Aber zählen Sie mal die Stimmenanteile von Rot und Grün in Bayern zusammen, dann sind sie zurzeit immer noch unter dem miserablen Ergebnis vom letzten Mal. Das heißt, wir werden auch in Bayern, in Hessen wahrscheinlich auch, wieder einen Rechtsruck erleben. Das heißt, die Achse der Republik verschiebt sich weiter nach rechts. Warum geschieht das? Da ist die Psychologie oder die Wortwahl von Herrn Seehofer überhaupt nicht ausschlaggebend. Das liegt daran, weil das Migrationsproblem nicht gelöst ist. Deswegen hat Wolfgang Schäuble an diesem Wochenende einen bemerkenswerten Vorstoß gemacht, der am Ende dieser ganzen Chemnitz-Debatte sagt, lasst uns nicht über Maßen oder irgendwas reden. Das Problem muss gelöst werden. Wenn die Volksparteien das gefühlte Problem von Millionen Menschen in Deutschland nicht löst, Unsicherheitsgefühle, Identitätswirrnisse, Kriminalitätswahrnehmung. Also Migration als ein ungelöstes, offenes Problem werden die Volksparteien weiter ausbluten. Und das kriegt die CSU zu spüren, weil sie donnernd dagegen geredet hat, aber in Berlin nur wenig umgesetzt hat. Wenn du als Löwe brüllst und startest und hebst nur miauend deine Tatze, dann sagen die Leute, dich wähle ich nicht. Naja. Und deswegen führt das in Bayern dazu, dass der kleine Protest ist die FDP-Wahl, der etwas größere Protest ist die Freien Wähler und der brutale Protest ist dann eben Denkzettel und man geht zu. Frau Vaters. Naja, also miauend die Tatze gehoben, würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen. Ich glaube schon, dass die CSU, und das ist nicht nur Seehofer alleine, ich glaube, das ist verkürzt, das Seehofer alleine zuzuschreiben, obwohl er einen großen Anteil daran hat, dass die CSU sehr wohl dazu beigetragen hat, das Debattenklima massiv zu verschärfen. Klar, es gibt ein Problem, aber es ist immer die Frage, wie geht man mit etwas um? Und da hat die CSU, finde ich, schon Tür und Tor geöffnet, einer sehr zugespitzten, einer sehr polemischen, einer sehr wenig sachorientierten Debatte an gewissen Punkten. Also wenn man, man kann auch gerne noch mal Vokabeln wiederholen, aber das hat sie schon gemacht. Und da war Seehofer eben nicht alleine, sondern Seehofer ist flankiert worden. Das erklärt doch nicht den Erfolg der AfD in Deutschland. Seehofer ist flankiert worden von Söder, Seehofer ist flankiert worden von Dobrindt. Und doch, ich glaube, schon nicht nur das erklärt es, aber auch das. Auch wenn ich die Sprache, wenn ich nicht mehr fähig bin zu Kompromissen, wenn ich nicht mehr fähig bin zu einer normalen demokratischen Auseinandersetzungen, wo man sich normal auseinandersetzt, sondern immer gleich droht mit Rücktritten, rausrennt und so weiter. Das befördert schon ein Klima, wie wir das jetzt auch also das, sehen. Darf ich kurz nur zum Sortieren, weil wir über zwei Dinge gleichzeitig reden. Das eine ist das Verhältnis CSU-AfD und das andere ist die Frage, ob, wie Herr Weimer sagt, das Flüchtlings- oder das Migrationsproblem sozusagen das größte ungelöste Thema ist. Es hängt miteinander zusammen. Aber richtig ist ja, dass die CSU in Person von Herrn Seehofer seit Sommer 2015 das Thema Flüchtlinge, Obergrenze in einer Weise besetzt hat wie keine andere Partei. Mit dem Ergebnis eines deutlichen politischen Absturzes. Herr Kahn. Naja, es ist immer eine Frage der Interpretation. Also ob alles klug war, wie es formuliert war und dass die Schachzüge laut schreien, losspringen und dann als Bettverleger landen, da braucht man nicht reden drüber. Aber eins muss man jetzt auch sagen, Sie haben gerade zitiert diese neue Umfrage AfD, ne? 25% im Osten, 15% im Bundesdurchschnitt, in Bayern laut dieser BR-Umfrage 11%. Ja, ja. Und parallel dazu eine CSU, die stärker ist als sonst irgendeine Partei in irgendeinem anderen Bundesland. Das heißt, ich kann jetzt sehen, wo kommt die CSU. SPD in Hamburg deutlich. Okay. Also muss man. Okay, das ist eine Parallele. Ja, ja. Also ich kann trotzdem sagen, wo kommt die CSU her? 50%, sage ich, okay, sie haben deutlich verloren. Ich kann es aber auch andersrum interpretieren. Und eins darf man nicht vergessen, in dieser ganzen Flüchtlingskrise war Bayern ein Frontstaat. In Bayern hat es jeder mit
mitbekommen, was es bedeutet, wenn täglich 10.000 Leute über die Grenze kommen. Also das gefühlte Politikversagen, das ja in vielen Bereichen auch Berlin anzulasten ist, haben die bayerischen Bürger und damit die bayerischen Wähler unmittelbar erlebt. Die hätten schon auch guten Grund zu sagen, ich wähle jetzt einfach mal alles, was nicht CSU und CDU und Merkel ist. Und trotzdem ist es gelungen, immerhin die 35% jetzt zu halten. Ich glaube auch nicht, dass diese 35% ausgemacht sind bei dieser Wahl. Es kann nach unten gehen, wenn man bestimmte Dinge analysiert. Es kann aber auch nach oben gehen, insbesondere wenn ich mir das bayerische Wahlrecht angucke. Also ich halte zum heutigen Tag nicht für ausgemacht, dass da am Ende auch ein 38, 39, vielleicht sogar ein 40% Ergebnis für die CSU in Bayern womit steht. Womit es dann schon wieder plötzlich ein Erfolg wäre. Ne? Was in der jetzigen Lage klar ein Erfolg wäre, was auch Seehofer nicht mehr in die Diskussionslinie bringen würde, wenn es um CSU-Vorsitz geht. Hat Bayern von den Flüchtlingen sehr viel mehr erlebt, sehr viel mehr Last zu tragen gehabt als jedes andere Bundesland. Also insofern ist nachvollziehbar, dass das Thema dort anders gesehen wird. Aber jetzt gibt es halt zwei Interpretationen. Ist es ein Erfolg, dass die CSU trotz der Flüchtlingsproblematik noch 35% gehalten hat? Oder ist es ein Drama, dass sie von einst fast 50 in dieser Phase auf 35 abgestürzt sind? Das ist jetzt richtig. Ein Beleg für erfolgreiche oder erfolglose Migrationspolitik? Ein Erfolg ist es natürlich nicht. Es ist natürlich eine bittere Niederlage. Und die CSU, die geht in ein miserables Ergebnis hinein. Wir haben aber über die Ursachen diskutiert. Und Ihre Frage zielt ja darauf hinaus, war es falsch, das Thema systematisch und laut zu adressieren? Und die These anschließend, wer das zu laut adressiert, der wird am Ende auch noch abgestraft. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Und zwar deswegen nicht, weil Sie sich die Alternative bei der SPD ansehen können. Die hat das nicht gemacht. Die hat sehr viel behutsamer und stiller in der Migrationsfrage agiert. Und sie wird viel stärker abgestraft. Sie können das aber auch bei den CDU-Landesverbänden. Gucken Sie mal nach Berlin. Gucken Sie mal nach Brandenburg. Da ist die CDU nur noch viertstärkste Partei. Aber das heißt, es hängt nicht an dem Verhalten, wie stark man das Thema adressiert. Ich glaube sowieso, dass die beiden Volksparteien mit ihren beiden Reflexen Thema Kleinregen ignorieren, marginalisieren. Das ist ja nicht die Alternative. Oder Kritiker sozusagen in die rechte Ecke zu stellen. Nee, das ist ja dass sie nicht damit das Problem eher vergrößern. Nee, aber ich glaube, wenn Volksparteien evidente Probleme direkt adressieren, darüber reden und am besten sie lösen, genau, dass das der beste Weg ist, aber Populismus zu vermeiden. Aber Herr Weimar, Sie machen ja daher ein Pro und Contra auf, was